Beim Schichtwechsel tauschen Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag ihren Arbeitsplatz. Schichtwechsel wollen wir Begegnungen schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung über das gemeinsame Thema Arbeit. Ich arbeite hier in diesem Restaurant Engelbecken. Bin jetzt zurzeit hier im Arbeitsbereich Küche. Und zwar habe ich hier schon Tätigkeiten gemacht, hier Apfelreiben zum Beispiel, Kartoffeln gepellt zum Beispiel. Dann habe ich hier auch andere Tätigkeiten, Zwiebel geschnitten, hier quasi in kleinen feinen Würfelchen, und macht mir einen sehr großen Spaß, eine sehr große Freude. Das Team ist sehr nett, die haben mir schon teilweise auch gezeigt, wie es gemacht worden ist. Teilweise wusste ich schon, teilweise habe ich auch was Neues kennengelernt und dort quasi die Aufgabentätigkeiten ausgeführt. Fest zu arbeiten, da bin ich noch am Überlegen. Das weiß ich noch nicht. Klar kann man es auch machen, kein Problem. Aber dazu ist es noch gewöhnungsbedürftig an Uhrzeiten. Das Ziel des Schichtwechsels ist auch Ermutigung und Stärkung. Ermutigung für Unternehmen und Beschäftigte aus den Werkstätten, es einfach mal auszuprobieren. Stärkung für diejenigen, die in Werkstätten arbeiten, dass sie auch zeigen können, was sie leisten, Wertschätzung erhalten und stolz sein können. Wir zeigen, wie es funktioniert, Arbeit so zu gestalten, dass alle mitmachen können. Ich bin hier heute zum zweiten Mal beim Schichtwechsel. Ich hatte letztes Jahr irgendwie zum ersten Mal für mich den Kontakt mit den Menschen mit Handicap. Und heute arbeite ich einen Tag in der Tischlerei, werde hier ein bisschen mit Holz arbeiten und hoffentlich mit anpacken. Bis jetzt arbeite ich an einem Schneidebrett, Tischbrett aus Holz, was ich jetzt gesägt und gehobelt habe und später wahrscheinlich noch schleifen werde. Ja, ich hoffe, dass ich heute noch fertig werde. Es macht auf jeden Fall Spaß und ist interessant, mal was komplett anderes zu machen in einer komplett anderen Umgebung. Das Team ist bunt gemischt, viele verschiedene freundliche Personen schon kennengelernt. Vorher hatte ich das Gefühl, dass das mehr so eine Beschäftigung für die Menschen ist. Und dann, wenn man hier vor Ort ist, sieht man, dass wirklich auch produziert wird, gearbeitet und strukturiert was gemacht wird. Ich hatte ganz tolle Erfahrungen mit ehrlichen und authentischen Menschen, die mir auch viel gezeigt haben und die auch sehr stolz auf ihre Arbeit waren. Und hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen wollte ich dieses Jahr wieder dabei sein. Engelbecken gibt es schon seit mittlerweile 25 Jahren. Engelbecken wollte schon immer auch eine Form von Integration, einen Arbeitsplatz schaffen. Die Frage ist natürlich, wie ist das Engelbecken zum Schichtwechsel gekommen? Ich bin letztes Jahr, ich glaube es war September oder sogar Anfang Oktober, bei mir zu Hause auf der Straße vor einer Litfaßsäule vorbeigelaufen, wo ein großes Plakat war mit Schichtwechsel 2018. Und dann ging es darum, können wir da teilnehmen, können wir kurzfristig teilnehmen, wie funktioniert das überhaupt? Und zu uns haben es eigentlich in dem Moment nur einen Koch geschafft. Und wir haben ihm dann angeboten, ob er nicht Lust und Interesse hätte, bei uns zu arbeiten. Und seitdem ist er bei uns. Was dann auch noch zusätzlich entstanden ist, ist ein ganz anderer Umgang. Also ich würde sagen, im Team, miteinander, wie man umgeht, wie man ein bisschen achtsamer ist, wie man auch aufeinander zugeht. Und dann, als die Frage kam, ob wir dieses Jahr wieder teilnehmen, haben wir gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Der Schichtwechsel ist ein Impuls, denn er knüpft Kontakte zu Unternehmen. Daraus entstehen vielfältige, neue Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit. Wie zum Beispiel Praktika. Und somit ist auch schon die erste Hürde genommen.
wurde gefragt, ob ich darauf Lust habe, mitzumachen. Und ich habe gesagt, ja klar, habe ich Lust drauf. Die Leute hier sind total nett. Die haben mich total nett empfangen. Also mir sind Erfahrungen wichtig, ob ich es auch schaffe, in einem nicht geschützten Bereich zu arbeiten. In dem Bereich macht mir besonders Spaß, mit Gästen zu tun zu haben. Ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ich habe die Tische eingedeckt mit einer Tischdecke, mit Blumen und Pfeffermühle und Salz. Dann haben wir noch draußen die Terrasse aufgebaut. Ich bin noch ganz gespannt, was heute noch so passiert. Ich bin gerade erst mit der Schule fertig geworden und wollte jetzt im Café arbeiten. Ich wollte halt einfach das mal testen und auch gerne noch eine Ausbildung dazu machen. Ich finde es einfach schön, dass sowas gibt und es einfach mal auszutesten, ob man eigentlich dafür geeignet wäre. Schichtwechsel ist ein Gewinn für alle Seiten. Machen Sie mit und wechseln Sie Ihre Sicht. Rund 500 Schichtwechsler haben dieses Jahr teilgenommen. Aus über 100 Unternehmen und 17 Werkstätten an 96 Standorten in der ganzen Stadt.